Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Heute stelle ich euch einen Konferenzlautsprecher vor, der für bis zu 8 Personen geeignet ist und sogar AI enthält. Natürlich, AI ist heutzutage ja fast überall drin, aber das Ding kann wirklich praktisch sein. Plug and Play, kompatibel mit Windows und macOS und ihr braucht keine extra Software dafür. Funktionieren tut das einfach über einen USB-Stecker, einfach einstecken und dann könnt ihr eure Konferenz starten über Skype oder zum Beispiel über FaceTime und damit herzlich willkommen hier im Live-Gespräch, Freunde. Das ist ja also der Office Core M0, ein Konferenzlautsprecher, der, wie gesagt, hier hinten kann man sehen, über USB-Anschluss ganz normal angeschlossen wird. Ich habe hier noch so einen Dongle dazwischen auf USB-C, das hier auf meinen Mac gerade oder von meinem Mac aus kam, die Sprachausgabe. Und man kann hier sehen, das Ding ist klein und kompakt. Es passt hier bequem in meine Hand rein. Und ihr seht auch schon, dass hier irgendwas die ganze Zeit hier rumleuchtet. Erinnert etwas an den Leuchtring von so einem Echo Dot. Was es damit auf sich hat, zeige ich euch gleich noch. Einmal auf die Unterseite, dort sehen wir iMeet USB Speakerphone. Und man kann es auch als ganz normalen externen Lautsprecher benutzen, wie ich das hier gerade gemacht habe. Aber der ist natürlich eigentlich für Konferenzen gedacht, wenn ihr irgendwelche Besprechungen abhaltet und nicht alle Leute sind vor Ort. Und ihr macht das über Telefon, Skype oder FaceTime für solche Geschichten, ist das Ding hier eigentlich gedacht. Es hat hier oben Bedienelemente. Dort könnt ihr die Lautstärke erhöhen oder verringern. Ihr könnt gleichzeitig die Mikrofone einmal abschalten, dann leuchtet der Ring rot. Auch sehr ähnlich von den ganzen Echo-Geräten. Ihr könnt natürlich hier auch nochmal Telefone annehmen und ihr könnt hier auch das Ganze auf Stumm schalten. So, also so viel zu den Bedienelementen, aber jetzt nochmal zum Leuchtring. Der zeigt immer an, wo die AI, also die künstliche Intelligenz, die hier eingebaut ist, wo die gerade hier den Ton auffängt. Denn wir haben 4 Mikrofonanordnungen hier an jeder Ecke. Und wenn ich jetzt mal das Ding hinstelle und mache mal ein Geräusch in jeder Ecke, dann seht ihr, wie das hier hin und her wandert und der holt dann automatisch die Geräusche aus der Ecke, wo gerade gesprochen wird. Wenn das Ding hier also mitten auf eurem Konferenztisch steht und jemand spricht hier aus diesem Bereich, dann fängt dieses Mikrofon das ein und auch nur das wird dann verstärkt wiedergegeben für den Anrufer auf der anderen Seite. Genauso dann, wenn der nochmal spricht und der nochmal spricht. Also eine sehr gute 360-Grad-Abdeckung, was hier die Mikrofone angeht. Außerdem gibt es natürlich eine Geräuschunterdrückung. Hintergrundgeräusche werden rausgefiltert, damit ihr auch ein sehr, sehr gutes Spracherlebnis dabei habt. Wenn es aber doch mal ein klein wenig privater werden soll, gehen wir mal hier hinten hin. Ich ziehe mal den Stecker raus. Ihr seht, das hier ist ein USB-C-Stecker übrigens, der hier angeschlossen ist. USB-C auf USB-A-Stecker ist dabei. Dort haben wir noch einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Wenn es doch mal privat sein soll oder nicht jeder soll mithören, könnt ihr auch hier ein Headset anschließen, Kopfhörer. Und dann könnt ihr dort ganz normal euer Privatgespräch führen. Und ansonsten geht es dann eben in die große Runde. Und viel mehr gibt es über das Gerätchen schon gar nicht mehr zu sagen. Ich finde die Sprachqualität, die ist wirklich gut. Also der wird jetzt nicht unglaublich laut, aber er wird laut genug, dass man wirklich gut dort jemanden verstehen kann. Und vor allem auf maximaler Lautstärke, der scheppert dann nicht. Also der bringt immer noch einen recht klaren Klang rüber. Also für so, ich würde mal sagen, kleine bis mittelgroße Konferenzen, so bis zu 8 Leuten, kann man das Ding hier wirklich gut benutzen. Es ist klein, kompakt, man kann es gut mitnehmen und liefert eine ordentliche Leistung ab. Ich verlinke euch das Gerätchen hier unten in der Videobeschreibung. Falls ihr sowas brauchen könnt, probiert es einfach mal aus und schreibt doch gerne mal, wie sind eure Erfahrungen mit dem Gerät hier. Das wäre es aber auch gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal, euer MeAppleCat. Macht's gut!